Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich so ein kleines Get Ready With Me oder sowas in der Art, um so ein bisschen frischer auszusehen und um ein bisschen Strahlen wieder in mein Gesicht zu bringen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin heute nach der Arbeit nach Hause gekommen und bin auch irgendwie so ein bisschen Matsche, muss ich gestehen. Bin da ein bisschen durch. Sammy läuft ja auch gerade so ein bisschen rum. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, ich raff mich von der Couch auf und drehe noch das ein oder andere Video. Und bevor ich Videos drehe und, naja, wenn ich dann halt doch so ein bisschen zerstört aussehe, gerade wenn man, ne, so Unreinheiten hat und so, benutze ich das ein oder andere Produkt. Und das wollte ich dir einfach in diesem Video auch mal zeigen. Einfach mal so ein bisschen mitnehmen, weil ich auch jetzt heute tatsächlich unter dem ein oder anderen Video gelesen habe, Mensch, Claudi, du siehst so frisch aus. Wie hast du das hingekriegt? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich sah nicht den ganzen Tag so aus. Genau. Ja, genau, Sammy, ne? Ja, Frauchen ist ja da. Herrchen ist nämlich heute auf einer Weihnachtsfeier und Frauchen ist Strohwitwe. Und ja, das allererste, was ich mache, bevor ich jetzt, wenn ich von der Arbeit komme und mir irgendwas ins Gesicht gebe, ist, dass ich mein Gesicht reinige. Also ich reinige das jetzt nicht tiefenrein, dass ich jetzt irgendwie einen Cleanser oder sowas verwende. Ich nehme einfach einen Washi, den ich nass gemacht habe und gehe damit ganz normal über meine Haut, weil ich ja tagsüber kein Make-up oder keine Foundation oder so verwende. Ich habe halt nur meine Wimpern heute Morgen getuscht und mir ein bisschen Eyeliner gezogen. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht meine Wimpern abschminken. Ich wollte euch einfach genau so zeigen, wie ich das mache, bevor ich jetzt zum Beispiel hier so ein Unboxing drehe. Ich denke, dass ich gleich noch ein Unboxing drehen werde oder ein Adventskalender-Unboxing. Mal gucken, ich weiß es nicht. Irgendwas wollte ich gleich noch drehen. Ich habe heute ein paar Pakete bekommen. Heute ist tatsächlich Black Friday. Ich weiß nicht, hast du gut zugeschlagen beim Black Friday? Also ich habe schon einiges gefunden, aber ich muss sagen, die meisten Sachen, die ich gekauft habe, habe ich mir tatsächlich die Woche über gekauft, sprich in der Cyber Week und nicht am Black Friday selbst. Also heute habe ich mir von Lookfantastic noch diese Christmas Socken geholt, diese Nikolaus Stiefel. Da hatte ich zwar schon den Frauen Socken gekauft vor einem Monat oder so, aber der ist bis heute noch nicht eingetroffen. Und ja, ne, heute waren die dann nochmal reduziert auf, ich glaube, 38,50 war das, glaube ich, ja. Weil, achso, übrigens, ne, so krasse Lippenprodukte kriegt man leider nicht aus dem Washi raus. Ist aber nicht schlimm. Ja, genau. Das habe ich heute gekauft. Dann habe ich heute noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Papa gekauft. Der kriegt von mir die Feuerwehrstation von Lego. Die war von 90 Euro auf 55 irgendwas reduziert. Ja, ne, deswegen. Jetzt bin ich einmal übers Gesicht gegangen, dann habe ich hier ein Handtuch liegen. Da gehe ich einmal kurz drüber. Ich meine, ne, das war jetzt kein ganz mega nasser Lappen, sondern nur so ein feuchter. Gehe ich einmal übers Gesicht. Genau, die kriegt er von mir. Das ist die Weihnachtsedition davon. Genau, und für 55 Euro kannst du nichts sagen. Das ist für mich tatsächlich auch vollkommen im Budget dann drin. Meine Stiefmam wünscht sich von mir, sagte er mir heute, ein bisschen so ein Beauty-Paket, das werde ich ihr packen. Da habe ich ja tatsächlich jetzt letztens erst die Glossy-Boxen angeboxt, die noch online kommen werden. Und genau, während ich quatsche, kann ich ja hier machen, ne? Ich benutze als erstes einen Primer, da habe ich von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Ich stehe drauf. Da waren heute auch übrigens 30% Rabatt, habe ich auf Instagram geteilt. Ich habe alles Mögliche auf Instagram geteilt, also wenn du mir da noch nicht folgst, dann hast du was verpasst. Genau. Ja, das kommt auf jeden Fall mit rein. Also die Dingsviecher, die Badebomben von Rituals, die ich da in der einen Box drin hatte. Das Unboxing wird wahrscheinlich vor diesem Video online kommen, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das geschnitten bekomme. Da muss ich noch gucken, was ich meiner Mom und ihrem Mann schenke. Aber da sind wir morgen Abend zum Abendessen. Die haben uns eingeladen. Und da wollte ich mal nachhorchen. Und ja, dann meine Großeltern kriegen noch wahrscheinlich einen Fresskorb wieder von mir. Ne? Da haben wir hier einen Hofladen in der Nähe, da kann ich was holen. Aber ja, ne, genau. Und von mein Freund hat mir schon einen Wunschzettel gegeben. Und in der Familie von meinem Freund machen wir Wichteln. Das heißt, wir haben dann immer, sind immer 6 Leute, die dann immer ihre Wünsche aufschreiben. Und das wird in einen Hut geschmissen. Und dann ziehst du dir quasi den Menschen raus mit den Wünschen und für 40 Euro kannst du dann entsprechend das Geschenk kaufen.
Finde ich eigentlich ganz cool. Joa, so. Der Primer ist drauf, der macht so ein bisschen Glow, der bringt Leben in mein Gesicht und ja, ne? Ich liebe das. Ich liebe es, dass ich lebendig werde. Wer liebt das nicht? Egal. So, als nächstes nehme ich mir hier tatsächlich einen Concealer. Das ist von Dr. Pierre Ricot, den Luminexpert. Das ist dieses 3-in-1 Augentreatment, habe ich euch, seitdem ich mein Geburtstags-Make-up damit geschminkt habe, ständig gezeigt, weil ich den einfach toll finde. Gut ist da schon was raus, genau. Nehme ich mir einfach nur so einen Tropfen auf die Finger, komme dann auf die Zeigefinger und dann unter die Augen. Ja, und dann, es ist jetzt 6:30 und ich, also abends, und ich hatte mir überlegt, dass ich heute Abend Wichtel spiele und quasi dann so ein bisschen durch die Gegend fahre. Also den Leuten, die noch nicht die Adventskalender von mir bekommen haben, die werden die heute bekommen. Das heißt, die werde ich dann leider nicht abfilmen können. Sprich, der Adventskalender für meine Großeltern wird dann heute übergeben. Den werde ich leider nicht abfilmen können. Für meinen Papa habe ich einen Schoko-Adventskalender von Milka. Und für meine Stiefmom habe ich auch einen Adventskalender gepackt. Für meine Schwiegermama in Spee habe ich auch einen Adventskalender gepackt. Den werde ich ihr auch gleich vorbeibringen. Ja, ne? Fand ich eigentlich ganz cool, das zu tun. Genau. Jetzt benutze ich als Foundation von Zoeva die Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Und die habe ich in der Farbe 050N Beautiful. Das ist diese hier. Und du wirst dich wahrscheinlich wundern, dass ich die jetzt nicht mit einem Schwamm auftrage. Ich gebe mir einfach einen Pumpstoß auf meine Finger, einen einzigen, verreibe das zwischen meinen Fingern und gebe das auf mein Gesicht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, also ich finde es irgendwie am schönsten, sowas mit meinen Fingern zu verteilen. Seitdem ich halt keine langen Fingernägel mehr habe, sondern meine Naturnägel, macht mir das halt auch richtig Spaß und ich mache das gerne so. Sonst habe ich immer gerne Pinsel verwendet oder halt auch einen Schwamm. Also ich verwende nach wie vor Pinsel und Schwämme definitiv. Aber wenn ich halt so ein schnelles Make-up mache, wo ich einfach nur ein bisschen frisch aussehen will, habe ich meistens keinen Schwamm da und auch keinen Pinsel. Also jedenfalls nicht für die Foundation. Morgen sind wir dann mit meiner Ma und ihrem Mann essen und dann bekommt meine Mama da ihren Adventskalender. Jo, ne? Das soll wohl was werden. Man darf nie vergessen, auch unter der Nase dann entsprechend die Foundation zu verteilen. Also quasi bei mir halt da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das hier Nasenscheidewand dazwischen? Ich glaube schon. Da muss man dann immer dran denken. Sieht ein bisschen popelig aus, wenn man das macht, aber es muss halt sein, ansonsten hast du einfach überall Foundation, nur nicht unter deiner Nase. Das sieht merkwürdig aus. Ja, wenn ich dann so Stellen habe, also ich habe jetzt aktuell irgendwie eine blöde Haut, das heißt, ich habe relativ viele Rötungen, ich habe hier so Pickel, ich habe hier irgendwie zwischen den Augenbrauen Pickel, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, aber ne, die haben sich vorher nicht angemeldet, sind jetzt einfach da, dann nehme ich mir einfach hier noch ein bisschen was von der Foundation, aber nur ein ganz bisschen und tupfe das so vorsichtig mit meinem Finger darüber und deckt die dann halt so ein bisschen ab. Das muss jetzt nicht hier Full Coverage sein. Das, ne? Es muss halt einfach nur so ein bisschen abgedeckt werden, dass ich jetzt hier nicht irgendwie rumrenne wie ein Streuselkuchen oder so. Mist, jetzt habe ich zu viel Foundation auf dem Finger. Egal, ich kriege das schon verteilt. Irgendwie. Dip, dip. Ich mag das einfach nicht, wenn ich dann zu viel auf der Haut habe, wenn das zu cakey ist, ne? Noch unnatürlich aus. Hier muss ich tatsächlich auch mittlerweile meine Rötung so ein bisschen abdecken. Ich muss meine Brille nochmal neu einstellen lassen. Die hinterlässt dann doch so ein bisschen Druckstellen auf meinem Nasenrücken. Und da ich meine Brille ja jetzt wirklich regelmäßig trage, habe ich die. Das ist blöd. Ah, was ich heute übrigens auch gekauft habe, war bei BH Cosmetics, da habe ich eingekauft. Da gab es Pinselsets für den halben Preis und was habe ich dann noch gekauft? Eine Foundation, genau. Oh ja, endlich die Foundation. Ich hoffe, ich habe sie in meiner Farbe erwischt. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich gekauft habe, ich glaube. Natural Beige oder so. Aber nicht dunkel. Sah sehr hell aus und ich habe ein bisschen Angst, dass mir das zu hell ist. Aber wir werden sehen, wenn sie da ist, dann werde ich die auch auf jeden Fall austesten. So, jetzt habe ich mir einen Pinsel genommen. Da ist, ja, habe ich jetzt einen für Puder, Blush und Bronzer und Highlighter in einem quasi. Jetzt habe ich hier einen aus dem Ducare Pinselset von Amazon. Kann ich dir mal unten in der Infobox verlinken, aber ne, da bin ich ja immer sehr frei. Hauptsache großer Pinsel. Achso, dann nehme ich hier von Too Faced dieses lose Puder. Sieht man das? Ja, ne? Hat das einen Namen? Born This Way. Ja,
Und dann gehe ich einfach leicht über mein Gesicht, nicht zu viel, weil ich mag meine Haut. Und ich mag den Glow, den ich einfach jetzt auch bekommen habe. Ich gehe auch über meine Augenlider, wo ich auch ein bisschen Concealer und Foundation drauf hatte, einfach um das Ganze so ein bisschen zu setten, zu fixieren. Nicht die Nase vergessen. Auch da muss Puder hin. Auch wenn man dann niesen muss. Das habe ich nämlich so oft, wenn ich das abpuder und da loses Puder drauf mache, dass ich dann erstmal niesen muss. Und wenn ich niese, dann ist es nicht nur einmal, dann niese ich erstmal dreimal hintereinander. Das ist echt großartig. Ich weiß nicht, Make-up ist für mich oder Schminken ist für mich echt so eine Art Therapie. Das ist so, ich komme runter, ich beschäftige mich mit mir selber wirklich mal, ne? Nehme mir einfach so ein bisschen Me-Time, pinsel mir im Gesicht rum, streiche mich ein bisschen mit dem Pinsel. Das ist echt bekloppt, aber es ist voll schön. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen mich abgepudert und finde, dass meine Haut jetzt schon mal so ein bisschen ruhiger aussieht, nicht mehr so unruhig und unterschiedlich gefärbt, würde ich mal so sagen. Und ja, ne? Das macht schon mal sehr viel. Und dennoch sieht es halt relativ natürlich aus. Natürlich ist jetzt alles irgendwie in einem einheitlichen Farbton. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einen Bronzer verwenden. Meine Nase juckt hier. Und passt. Genau. Und zwar habe ich hier von Too Faced den Milk Chocolate Soleil. Oh, ich liebe ihn so sehr. Das ist so ein toller Bronzer. Den hatte ich mal in einem Trash-Paket mit drin. Und ich habe ihn sehr gern. Und er hat mich auch sehr gern. Das finde ich auch immer sehr freundlich von den Produkten, wenn sie dann auch mich gern haben. Und wenn du so ein bisschen aufgibst und dann so einatmest, ist es direkt so süß. Ja, ich hätte meinen Haarreifen aufsetzen können. Habe ich jetzt vergessen. Und der ist halt nicht so extrem. Der macht aber einfach nur so ein bisschen, dass du so ein bisschen sonnengeküsst aussiehst. Es ist leicht, es ist dezent, aber es ist da und es ist einfach freundlich. Ich glaube, ihr denkt auch mittlerweile, ich habe nur ein paar Klamotten, ne? Weil ich ständig diesen Pulli anhabe. Aber ich liebe ihn einfach. Es tut mir so leid, aber ich finde ihn so toll. Ja, ich habe den wirklich ständig an. Sobald ich den gewaschen habe und der trocken ist, ziehe ich den auch direkt wieder an. Also es kann auch einfach mal passieren, dass ich den zweimal in der Woche anhabe. Also ich trage Klamotten einmal und wasche die dann. Und wenn die dann gewaschen sind und trocken sind und der da einfach hängt, dann nehme ich den. Ja, ne? Bin halt ein sehr treuer Mensch. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Bronzer aufgetragen. Also so hier im E-Halt und hier so ein bisschen runter. Und dann nehme ich mir noch ein ganz kleines bisschen auf den Pinsel drauf und mache hier so immer. Und dann so. Und so, keine Ahnung, mach halt so ein bisschen, dass es halt nicht ganz so abgehackt ist und dir nicht nur so die Mitte nur so hell ist, sondern alles irgendwie so ein bisschen miteinander verbunden werden darf, ne? Ja, auf jeden Fall ein richtig geiler Bronzer, den ich toll finde für meine Hautfarbe. Ja, so, jetzt nehme ich mir einen Blush. Da habe ich hier einen aus einer Rival de Lupien LE und zwar der Tropical Heat Blusher. Jo, ne, ich glaube, der kommt auch immer mal wieder raus, genauso wie der Bronzer auch aus diesen LEs. Und, genau, so schaut der aus. Jimmy, was geht ab? So, und den gebe ich mir hier so ein bisschen auf, beziehungsweise ich baue den nach und nach auf, weil der relativ dezent ist. Ich glaube, der ist auch matt. Nee, so ganz leichte Schimmerpigmente hat der drin. Hat den eigentlich immer so als matten Blush abgestempelt. So kann man sich täuschen. Ja, und den gebe ich mir halt hier so in dieser Form auf, also so ganz leicht hier und dann derbe hier und dann so leicht nach unten ausblenden. Halt, um das Ganze so ein bisschen harmonisch zu haben, grob. So der Plan immer dahinter. Weil ich will halt nicht einfach nur so Streifen und Punkte haben. Ich möchte, dass alles irgendwie so relativ harmonisch miteinander ist und so aussieht, als wäre das alles von der Natur aus so gemacht und ich hätte nur ein kleines bisschen nachgeholfen. Aber als wäre ich draußen mit Sammy spazieren gewesen und hätte ganz viel frische Luft bekommen und rosa Wangen gekriegt. So der Plan. Oder Aprikot oder peachfarbene Wangen, ich weiß gar nicht. Sehr peach. Ja. Auch das so ein bisschen über die Nase ausblenden, einfach um das Ganze nochmal miteinander zu verbinden. Ja. Ne? Genau. Ja, so schaut das dann aus. Und als nächstes verwende ich dann erstmal ein Augenbrauenprodukt. Da habe ich hier auch von Dr. Pierre Rico. Wieso auch? Concealer auch daher war, genau. Das ist der Augenbrauenstift. Den habe ich auch schon ganz gut verwendet. Der hat auf der einen Seite einen Stift, auf der anderen einen Spoolie und ich glaube, das ist die Farbe hellbraun und ich finde ihn ganz gut. Ja.
Und da gehe ich dann einfach ganz zart durch meine Augenbrauen und fülle sie auf. Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt ihr oben voran mit der Renovierung? Aktuell tatsächlich schleppend, weil wir haben oben kein Licht. Und ich bin aktuell noch am Löcher zuspachteln, immer noch, weil es sind so viele Löcher, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man so verrückt sein kann und so viele Dübel in die Wand knallen kann, die ich dann wieder alle rausbrockeln muss. Herrlich. Ja, auf jeden Fall bin ich damit noch sehr gut beschäftigt. Dann ist uns leider auch noch die Waschmaschine jetzt kaputt gegangen. Unten im Keller, da muss mein Freund jetzt am Wochenende ran. Da hat er ein neues Ersatzteil auch bestellt. Ich bin so froh, dass der handwerklich so geschickt ist. Das ist echt Wahnsinn. Ja, muss man wirklich sagen, an dieser Stelle ein großes Lob an meinen Freund. Ne? Weil wenn du dafür dann immer extra Handwerker rufen musst, dann ist es ganz schön traurig. Wir sind zwar beides gelernte Kaufleute, aber trotzdem hat man ja doch ein bisschen was von den Eltern mitgegeben bekommen. So dass wir nicht mit zwei linken Händen ausgestattet sind, beide, Gott sei Dank. Ja, und auf jeden Fall ist am Wochenende dann eigentlich angesagt, dass wir oben dann noch das Spachteln zu Ende machen. Und dann wollten wir halt einfach mal gucken, was so als nächstes ansteht. Wir können halt eigentlich nur dann arbeiten, wenn es draußen noch hell ist. Das können wir dann halt nur am Wochenende machen, weil wenn wir in der Woche von der Arbeit nach Hause kommen, ist es halt ganz einfach dunkel, ne? Also das, ja, wird halt so schnell dunkel mittlerweile. Ich gucke teilweise um 3 Uhr aus dem Fenster und denke mir, ach guck, ist bald Feierabend, es wird schon dunkel. Nein, leider nicht. Echt Wahnsinn. Also richtig traurig finde ich das, ne? Deswegen hat man auch so ein bisschen diesen Winterblues, den man zu bekämpfen hat, was man jetzt eigentlich nicht unbedingt bekämpfen sollte. Man sollte auch vielleicht mal ein bisschen die Chillness sich reinziehen, ein bisschen das zulassen, dass man runterkommt und das Jahr gedanklich ausklingen lässt. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Wir werden jetzt hier auch, ich denke mal, am Wochenende ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Da habe ich auch wohl Bock drauf. Ich habe hier ja schon angefangen und habe hier so ein schicken Weihnachtsstern aufgehangen. Ich fand, das musste einfach sein. Genau. Ja, und ansonsten müssen wir mal gucken, was sonst noch so geht heute. Also heute, am Wochenende. Aber oben, wie gesagt, nicht so der Burner aktuell. Da, ich habe auch irgendwie gerade überhaupt keine Lust, hochzugehen und was zu machen, ne? Wenn es so kalt ist und draußen ist es nass und irgendwie ist man dann nicht so in dem Flow drin, dass man sagt, ja, jetzt habe ich Bock, irgendwie oben was zu machen. Nee. So, ja, die Augenbrauen sehen jetzt relativ natürlich aus. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen aufgefüllt. Und ja, dann nehme ich meistens halt den Augenbrauenstift aus hygienischen Gründen und spitze den einmal kurz an. Da habe ich hier von Douglas so einen Anspitzer. Da drehe ich nur 2-3 Mal rum, bis ich den dann rauskriege, ne? Mag ich einfach einen, so weiß ich nicht. Das, nee, sonst finde ich das irgendwie bäh. Genau. Dann mache ich hier die Kappe drauf und nehme dann das Bulli, wo ich ja mit durchgegangen bin, und nehme meinen Lappen, den ich hier liegen habe, und wische das einfach mal hier so ein bisschen drin ab, dass du halt nicht zu viele Reste von den Produkten da halt immer dran hast, ne? Weil solche Bürstchen, die wäschst du ja eigentlich nicht unter fließendem Wasser aus, beziehungsweise ne, nicht so wie so einen klassischen Pinsel, aber trotzdem, da setzt sich ja einiges dran fest und dann einfach mal ein bisschen sauber machen hier, du. Ein bisschen. So, genau, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben kurz noch hier meinen 24 Hours Brow Setter drauf von Benefit. Den gebe ich mir auch nochmal ganz dezent über meine Augenbrauen drüber, einfach um alles noch ein bisschen zu fixieren. Das mache ich dann auch ein bisschen so messy nach oben und dann gleich so ein bisschen zur Seite abflachen. Das wirst du jetzt auch gleich sehen. Also erst mit dem langhaarigen Bürstchen durch, dann mit dem kurzhaarigen Bürstchen stelle ich das auf. Und dann gehe ich hier oben so ein bisschen drüber und lege das alles so hin. Ich finde, dass es dann eigentlich so ein bisschen diesen Natural-Look noch irgendwie mitgibt. Weil ich bin jetzt kein Fan von mega heftigen Insta-Brows und mega perfekt und definiert und so. Das mag ich einfach nicht. Das bin auch einfach nicht ich. Ja, ne? Also, das wären dann meine Augenbrauen. Dann wenden wir uns mal meinen Augen zu. Das ist eine relativ simple Geschichte. Da habe ich mal eine Palette zugeschickt bekommen, vor allem, ne? Geschenkt bekommen von der lieben Suna. Die Max Factor Lidschattenpalette, die kann ich dir auch mal unten in der Infobox verlinken. Das ist die Masterpiece Nude Palette. In der Farbe 03 Rose Nudes.
Da mache ich jetzt nichts Verrücktes. Ich nehme jetzt einen einzigen Pinsel. Das ist der hier von Essence. So ein Smudger-Pinsel. Der ist auch schon ziemlich durchgenudelt und mitgenommen. Ja. So ist das halt, ne? Wenn man Sachen benutzt. Huch. Dann nehme ich erstmal diesen roten Mattenton. Gib das so ein bisschen auf den Pinsel. Klopf den Pinsel ab, damit ich keinen Fallout habe. Und gebe mir das so ganz vorsichtig in die Lidfalte rein. Beziehungsweise ich ziehe das ja immer ein bisschen nach oben noch mit hin, ne? Weil ich ja ein leichtes Schlupflid habe. Und damit man halt trotzdem so ein bisschen Definition hat, setze ich das ein bisschen höher. Ich nehme auch ein bisschen und setze mir das hier in meinen inneren Augenwinkel und tupfe das so auf. Also das macht auf jeden Fall mehr Dimension und öffnet das Auge und gefällt mir. Ich mache das auch total oft, dass ich einfach mir einen Bronzer in die Lidfalte setze und dann einen Highlighter auf das bewegliche Lid und fertig. Also das ist so ein ganz, ganz schneller Look. So, den Pinsel kann ich ja hier in meinem wundervollen Handtuch sauber machen. Ja. So, was mache ich als nächstes? Da nehme ich mir einen dunklen Schimmerton und zwar diesen hier. Den setze ich mir dann außen hin. Den klopfe ich aber nicht ab. Den nehme ich einfach auf und setze mir den hier so hin. Das mache ich so ein bisschen, dass ich hier so am Knochen entlang gehe und das dann hier so runterziehe. Quasi bis zur, ja, Pupille nicht ganz, ne? Also im äußeren Drittel würde ich den tatsächlich nur aufsetzen. Ja. Das kann man aufbauen, wie man lustig ist, wie viel Intensität man braucht, wie viel Schimmer man haben möchte, ne? Das ist jedem selbst überlassen. Also Make-up ist Kunst und es soll Spaß machen und nicht irgendwelchen Regeln nachlaufen. Und für mein restliches bewegliches Lid und so und Augeninnenwinkel nehme ich einfach diese ganz helle Schimmerfarbe, weil ich Schimmerfarben sehr gern mag und das einfach hübsch finde. Und ich finde, dass, also Schimmerfarben auftragen, dann siehst du direkt frischer aus. Auch den nicht abklopfen, einfach druff, druff, druff. Auch direkt in den Innenwinkel. Ist halt so ein, also die Palette ist wirklich richtig easy anzuwenden und da kriegst du einfach schnell einen frischen Look mit, ne? Also das ist das, was die Palette liefert und das, was ich auch von der Palette haben möchte. Dann dippe ich nochmal vorsichtig rein, klopfe das aber ein bisschen ab und gebe mir das ganz leicht als Augenbrauen-Highlight. Ich gebe das immer direkt so unter die Augenbraue. Weiß ich nicht, weil das hebt einfach meine Augenbraue dann nochmal so an, ne? Weil durch Schlupflider brauchst du das einfach, dass du so einen Lifting-Effekt hast. Also ich. Wenn ich du sage, meine ich ich. Ich brauche das einfach. Jo, ne? Kein Hexenwerk, es ist einfach jetzt so drauf. So, den Pinsel mache ich übrigens die ganze Zeit so nebenher auf meinem Handtuch sauber und habe ihn jetzt ja entsprechend einigermaßen dann von dem Schimmer befreit. Und dann gehe ich in die, ja, diese Farbe, das ist eine Schimmerfarbe, eine ziemlich dunkle Farbe und gehe da ganz, ganz vorsichtig nur mit dem Pinsel rein. Also ich dippe da nur so ein, zwei Mal rein und setze mir das dann quasi ganz vorsichtig unten unter den unteren Wimpernkranz und auch das nicht komplett, sondern nur so ganz leicht. Ne? Also das ist halt auch nochmal zum Augenöffnen gedacht, so ein bisschen, und zum Augenbetonen. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel, den ich eben 50 Mal schon verwendet habe, kurz hier unten drunter her, um heruntergefallene Glitzerpigmente so ein bisschen wegzuwischen, was dann auch ganz gut funktioniert hat. Und ja, jetzt kann ich mir erstmal ein Fixing Spray drüber machen, aber du bleibst noch ein bisschen bei mir hier in dieser Entfernung, sage ich mal, weil ich gleich noch ein bisschen mit meinen Augen weitermachen werde. Als Fixing Spray verwende ich aktuell bzw. brauche auf hier von Kiko das Face Make-up Fixer. Ansonsten verwende ich auch sehr, sehr gerne das von How, weil das einfach nochmal so ein bisschen ein Glow gibt. Das hier fixiert einfach nur und das von How gibt halt auch nochmal zusätzlichen Glow. Ja, aber das hier will ich jetzt aufbrauchen, weil ich muss auch mal so langsam dekorative Kosmetik aufbrauchen. Kommt raus wie ein Deo und stinkt
darfst du nicht so viel von einatmen, weil das doch sehr chemisch ist vom Duft her und vom Einatmen, weil der Nebel halt so fein ist, das ist der Wahnsinn. Ja, aber damit verschmiert ihr halt auch nichts, beziehungsweise auch wenn ich jetzt Mascara drauf gehabt hätte oder so und das zum Ende aufgegeben hätte, da verschmiert halt nichts, ne? Das ist eigentlich ganz praktisch. So, wir wollten jetzt weitermachen mit den Augen und dann nehme ich hier von BH Cosmetics den BH Liquid Eyeliner, ja, in der Farbe Noir, schwarz. Das ist einfach ein Eyeliner mit einer Filzstiftspitze. Und ja, jetzt ziehe ich mir einfach so ein ganz bisschen Eyeliner. Halt nicht zu intensiv, das soll halt einfach nur oben den oberen Wimpernkranz so ein bisschen verdichten. Ne? Also deswegen keinen ordentlichen Wing oder sowas, einfach nur so ein bisschen verdichten. Das funktioniert natürlich viel einfacher, wenn du nicht vorher deine Wimpern getuscht hast, aber das ist ja noch von heute Morgen drauf. Jetzt habe ich mir quasi einen Eyeliner gezogen auf beiden Seiten. Nichts Spektakuläres, es ist einfach nur da. Ja, und als Mascara verwende ich von Too Faced die Damn Girl Mascara. Da habe ich diese hier in der Travel Size mir gekauft. Und ja, vom Bürstchen her ist das ein Oschi tatsächlich. Also, klein ist sie nicht. Das ist so ein Synthetik-Haarbürstchen. Und das verwende ich halt wirklich nur, um mal meine Mascara aufzufrischen, weil ich habe ja heute Morgen schon einmal meine Wimpern getuscht. Also ich finde schon, dass man einen Unterschied sieht. Ne? Hier habe ich nachgelegt, da ist noch von heute Morgen. Ja, und jetzt habe ich das Ganze mal so ein bisschen aufgefrischt und habe dann einfach wieder Wimpern. Natürlich fördert das jetzt so ein bisschen auch diesen Fliegenbeineffekt, aber das finde ich bei mir nicht so schlimm. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn die nicht so klar definiert sind, sondern wenn die halt so ein bisschen, auch ein bisschen messy aussehen, ein bisschen verklebt sind. Ich mag das eigentlich wohl ganz gerne, ja. Natürlich darf auch ein Highlighter nicht fehlen. Da habe ich hier von Essence Spread the Magic ein Baked Metallic Highlighter. Der ist ultra dezent. Also wenn man den so nimmt und sich den anguckt und den swatcht, wirkt der viel intensiver, als er dann letztendlich auf meinen Stellen im Gesicht wirkt. Also nehme ich auch wieder den Pinsel von eben, weil wir sind ja alle pinselfaul. Ich gehe da derbe rein, also wirklich derbe, und ja, gebe mir den dann auf. Aber ne, das ist halt ein ganz, ganz dezenter Glow, der dann da sich entwickelt. Da kommt nicht viel. Ich weiß nicht, ich denke, dass es halt auch damit zusammenhängt, dass ich hier so einen großen Pinsel habe und nicht so einen definierten, festgebundenen Highlighter-Pinsel. Den musst du schon ordentlich aufbauen, um da überhaupt einen Effekt zu sehen. Aber man kriegt es hin, dass man einen Effekt sieht. Ne? Den tupfe ich dann hier noch so weiter auf die Wangen, weil ich mag das einfach, schimmrige Wangen zu haben. Und dass ich, wenn ich in die Kamera gucke, dass es hier so glänzt. Ja. Natürlich darf ich auch meine Nase nicht vergessen. Das mache ich sehr grob motorisch. Das Lippenherz wird getupft. Das kitzelt wie Hulle. Ja, hier unten drunter. Kinn runter. Nö, Highlighter sitzt. Als Lippenkombi verwende ich zwei Produkte. Das ist einmal hier von NARS, der Velvet Matte Lip Pencil. Ich habe aber keine Ahnung, in welcher Farbe das sein soll. Das ist so ein nudiger Stift. Und darüber gebe ich mir dann von Too Faced diesen Grin and Bear It. Das ist so ein Lipgloss, Liquid Lipstick, alles in einem. Ne? Den kannst du auch solo tragen, aber ja, ich habe jetzt Bock, das so in Kombi zu tragen. Das heißt, ich nehme mir erst diesen Stift, den ich auch schon gut hier ausgenudelt habe. Den muss ich mal irgendwie anspitzen. Ich weiß nur nicht, wie das funktionieren soll. Ja, den gebe ich mir erstmal auf meine Lippen. Auch den kannst du eigentlich so tragen, da brauchst du jetzt eigentlich nicht noch irgendwie einen Topper drüber. Aber meistens mag ich das ganz gerne, dass ich dann noch eben halt hier den Too Faced drüber gebe. Der riecht auch so gut. Der ist sehr, sehr klebrig. Ja. Ne, das als Kombi gefällt mir halt einfach richtig gut. Und ich finde, das sieht einfach irgendwie nach was aus dann im Gesicht. Du hast jetzt nicht irre viel dir drauf geklatscht und siehst jetzt nicht aus wie ein Paradiesvogel, sondern einfach so frisch, glowy, gesund. Keine Ahnung, als hättest du ein bisschen was gemacht. Und ich meine, gut, jetzt habe ich hier gesessen mit Quatschen eine Dreiviertelstunde. Das muss man ja wirklich sagen. Aber ansonsten, wenn ich einen Make-up-Look mit dir zusammen schminke, dauert das auch gerne mal 2 Stunden. Ja, deswegen, also das ist so meine, wie würde ich denn das jetzt nennen? Keep it fresh Routine, ich weiß nicht. Bring dein Gesicht zum Leben Routine. Also, ne, so sieht es auf jeden Fall aus.
Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!